Ja, wir haben ja heute das Urteil bekommen und ich habe das auch schon so akzeptiert. Ich weiß natürlich, dass ich das auch schon nach dem Spiel gesagt, Sonntag sicherlich mich nicht gut verhalten habe, einen Fehler gemacht habe und muss natürlich auch jetzt die Konsequenzen daraus tragen. Ich empfinde die Strafe als hart. Harte Strafe ist nahe der höchstmöglichen Strafe. Aber das ist so, das akzeptiere ich und versuche natürlich dann auch für die Zukunft daraus zu lernen. Das ist hart, aber wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen und wir haben Ziele und wir haben jetzt noch Aufgaben vor uns und darauf müssen wir jetzt gucken und ich denke, das Thema ist jetzt für uns soweit abgehakt. Ich werde natürlich weiterhin versuchen, mich mit allem, was ich habe, für meine Spieler, für meine Mannschaft, für meinen Verein einzusetzen, aber eben halt so, dass es in dem Rahmen bleibt, die auch für die Schiedsrichter akzeptabel sind.